Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Es gibt eine kurze Intervention. Frau Kollegin Faeser, bitte sehr. Sehr Herr Kollege Frömmrich, Sie haben mich ja aufgefordert, noch einmal zu sagen, was wir so gemacht haben. Und ich tue das gerne, weil ich nämlich dann auch die Gelegenheit habe, zu sagen, dass Sie all unseren Initiativen in dieser Legislaturperiode leider nicht zugestimmt haben. Und da ja Vertreter der Polizei da sind, sage ich es gerne noch einmal. Wir haben gefordert, die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wieder einzuführen. Das haben Sie abgelehnt. Wir haben gefordert, dass die Polizei entlastet wird von polizeifremden Aufgaben, z.B. in der Begleitung von Schwertransporten. Das ist hier abgelehnt worden. Wir haben die Dutzanhebung gefordert. Auch das ist abgelehnt worden. Wir haben die Anpassung der Besoldung gefordert, mehrfach mit den Haushaltsberatungen. Das ist alles von Ihnen abgelehnt worden, Herr Kollege Frömmrich. Und all diese Alternativvorschläge, lieber Herr Boddenberg, das haben wir getan. Wir haben jetzt auch kürzlich wieder einen vorgelegten Nachtragshaushalt, Herr Boddenberg, dem können Sie gerne zustimmen, weil wir da die Besoldungsanpassung fördern. Ich will Ihnen etwas sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meiner politischen Laufbahn jemals Herrn Söder zitieren werde. Aber ich werde es tun. Der Finanzminister Söder von Bayern hat nämlich gesagt, gestern, die Übertragung der Tariferhöhung ist ein klares Signal an die Beamtinnen und Beamten in Bayern, dass man keine Zweiklassengesellschaft im öffentlichen Dienst schaffen möchte. Da muss ich leider ausgesprochen sagen, da hat der Mann recht. Wir fordern Sie nochmals auf, hören Sie endlich auf, diese Zweiklassengesellschaft bei den Beamtinnen und Beamten hinzunehmen. Wir haben einen Rückstau von 3 Jahren, lieber Kollege Frömmrich. Und gerade Sie haben, als Sie noch in der Opposition waren, immer gefordert, dass hier eine 1:1-Anpassung erfolgt. Was ist denn bitte schön davon übrig geblieben, meine Damen und Herren? Nichts. Und da Sie mich gebeten haben, noch einmal zu sagen, welche Verschlechterung es bei der Polizei. Frau Kollegin Faeser, von der Redezeit ist auch fast nichts mehr übrig geblieben. Also bitte. Ich will einen letzten Satz noch einmal sagen, was Sie alles verschlechtert haben. Nullrunde 2015 mit unter Ihrer Verantwortung, 0,5 in 2016, 0,5 in 2017, damit 3 Jahre von der Einkommensentwicklung abgekoppelt. Sie sind auf Platz 16 in der Besoldungstabelle, und Sie können das mit dem Besoldungsrechner ausrechnen. Wir verlassen uns nicht auf andere Zahlen, sondern eigen ausgerechnet. Sie sollten das zur Kenntnis nehmen. Ich kann Ihnen. Frau Kollegin Faeser, Frau Kollegin Faeser, sind Sie so lieb? Nehmen Sie noch die Rufe entgegen, sagen Sie ein liebes Schlusswort und dann langsam. Bitte. Ich kann Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie die Kritik der Polizeibeamtinnen und Beamten in Hessen ernst. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie die Folgen nächstes Jahr spüren. Aber das soll für uns nicht das Schlechteste sein. Der Kollege Jürgen Frömmrich antwortet. Liebe Frau Kollegin Faeser, Sie sollten nachher im Protokoll noch einmal die Rechenkünste, die Sie hier vorgetragen haben, noch einmal genauer anschauen. Jetzt kann man es auch nicht mehr erinnern, weil ich es erwähnt habe. Aber gut, dann können Sie noch einmal genauer, dass das nicht so wirklich miteinander geht. Und Sie ein paar Dinge aufzuzählen, von denen Sie meinen, diese Berechnung, die Sie da gerade gemacht haben, lesen Sie es einfach im Protokoll noch einmal nach. Diese Dinge, die Sie hier aufgezählt haben, der Verbesserung, ich kann Ihnen nur sagen, die Dutz, das haben wir gemacht, Frau Kollegin Faeser. Das Problem bei Ihnen ist immer nur, Sie haben mir doch Fragen gestellt. Wollen Sie eine Antwort oder wollen Sie keine? Wenn Sie keine haben, dann kann ich wieder gehen. Aber ich kann Ihnen versuchen, auch die Antwort zu geben. Also die Dutz haben wir gemacht. Und die anderen Geschichten, die Sie vorgeschlagen haben, Frau Kollegin Faeser, die gehen immer nach dem Motto, wir schlagen mal vor, mehr Geld auszugeben, sagen aber grundsätzlich nie, wo wir das Geld hernehmen. Sondern für die Ausgabenseite, für das Draufsatteln ist die Sozialdemokratie zuständig und für die Deckung des Haushalts ist der andere Teil des Hauses zuständig. So funktioniert aber Politik nicht, Frau Kollegin Faeser. Sie sollten auch schon sagen, wo Sie das Geld hernehmen. Und
Ich will Ihnen einmal sagen, was Sie da in den letzten Monaten und Jahren hier beantragt haben. Sie haben Mehrausgaben in diesem Hause. Bei 600 Millionen Mehreinnahmen, die das Land Hessen gehabt hat, haben Sie Mehrausgaben von 3,7 Milliarden € hier im Hause gefordert, 3,7 Milliarden € gefordert, wo Sie keinen einzigen Vorschlag gemacht haben, wie Sie dieses Geld decken wollen. Das ist schon ziemlich abenteuerlich, die Finanzpolitik auf dieser Seite des Hauses. Und in Richtung, ich kann Ihnen das nachher auch noch einmal auseinanderschlüsseln, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Jetzt noch einmal was in Richtung von dem Finanzminister Söder, den Sie ja nicht so gerne zitieren wollten. Es gibt einen alten Spruch in Nordhessen, mit voller Hose lässt sich gut stinken. Aber sage Ihnen einmal, dass das, was der Kollege Söder sagt und uns vorwirft, nämlich mit Nullrunde und mit 1%, da sollte er einmal schauen. Das hat er nämlich in 2011 und 2012 selber gemacht. Da hat er diese Nullrunde nämlich gemacht, das Saarland. 2011, 2012. Herr Kollege Frömmrich, Sie müssen ganz schnell zum Schluss kommen. Und in Rheinland-Pfalz drüben wissen Sie ja selber, dass die 1%-Regelung, die da damals getroffen worden ist, hier vom Kollegen. Herr Kollege Frömmrich, ich bitte Sie dringlich zum Schluss zu kommen. Vom Kollegen Rudolph ja sozusagen ein Beispiel war, das er gerne übernommen hätte, wenn Sie mit der CDU in eine Regierung eingetreten ist. Die Fundstelle hatte ich Ihnen ja schon mehrfach erwähnt hier. Also, Frau Kollegin Faeser, noch einmal nachdenken, wie es weitergeht. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Ihren Satz da mit der Hose in Nordhessen, das lassen wir gerade mal zu, weil die Fasnachtswoche ist. Aber ansonsten hätten wir uns unsere Gedanken dazu gemacht. So, das Wort hat der Kollege Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Polizei macht unter erschwerten Bedingungen einen guten Job. Viel zu lange Arbeitszeiten, 3 Millionen Überstunden. Herr Frömmrich, in der Tat, das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Hessen, sondern das ist aber doppelt so viel wie der Durchschnitt in anderen Bundesländern. Das habe ich Ihnen ja schon vorgerechnet, aber da sind Sie offensichtlich beratungsresistent. Verluste bei der Besoldung, zumindest in den letzten beiden Jahren, und viel zu wenig Personal. Wenn die Polizei unter diesen Rahmenbedingungen erfolgreich ist und 80% der Menschen in Hessen sich sicher fühlen, dann ist das einzig und allein deren Verdienst und nicht das der Landesregierung. Die schlechten Bedingungen wurden im Übrigen von den CDU-Ministern schließlich mit herbeigeführt. Es waren doch deren politische Entscheidungen, bei Personal und Besoldung in den zurückliegenden Jahren immer wieder einzusparen und die Arbeitszeit auf 42 Stunden pro Woche hochzusetzen. Und deshalb halte ich es für einen schlechten Stil, dass die CDU die Polizeiarbeit immer und immer wieder für ihre Selbstbeweihräucherung missbraucht. Zwei Beispiele aus jüngster Zeit will ich ansprechen. Der Minister trat vor etwa 2 Wochen groß vor die Presse und sprach sehr medienwirksam von einem schweren Schlag gegen ein salafistisches Netzwerk in Hessen. 1.100 Beamtinnen und Beamte seien im Einsatz gewesen. 16 Terrorverdächtige würden festgenommen. Tatsächlich fand sich aber bei 56 Hausdurchsuchungen weder Waffen noch Sprengstoffe, auch Verbindungen zum IS sind bisher nicht bekannt. Es gibt wohl keine Finanzierung, geschweige denn einen Namen oder eine Beschreibung dieses sogenannten Netzwerkes. Insgesamt gab es bei dieser Großaktion 16 Festnahmen, von denen 15 sofort wieder auf freien Fuß gesetzt werden mussten. Und es ist unklar, ob der 16. nicht ebenfalls bald wieder auf freien Fuß kommen muss, weil bei uns bis jetzt kein gravierendes gegen ihn vorliegt und ebenso zweifelhaft ist,
ob er an Anschlägen in Tunesien beteiligt war, wie medienwirksam ja behauptet wurde. Nun sind wir uns sicher einig, dass man Dschihadisten und militanten Islamisten im Auge behalten muss. Und wo sich Gefahren ergeben, da muss man auch mit aller Entschlossenheit vorgehen. Aber es muss auch erlaubt sein, zwei Wochen nach dem angeblich großen Anschlag auch einmal zu fragen, ob der wochenlange Einsatz von über 100 Polizistinnen und Polizisten und eine Razzia unter Beteiligung von über 1.000 Polizistinnen und Polizisten wirklich ein so erfolgreicher Schlag war, wenn man de facto danach mit nahezu leeren Händen dasteht. Diese Frage diskutieren im Übrigen nicht nur wir, sondern auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten intern sehr intensiv. Da die Polizei ohnehin völlig überlastet ist, frage ich Sie, Herr Minister, ob dieser furiose Schlag nicht eigentlich ein Schlag ins Wasser war und ob es Ihnen nicht vielmehr um ein politisches Signal im Wahljahr ging, für das die Polizei da losgeschickt wurde. Wenn das aber alles nicht zutrifft, Herr Minister, dann bitte ich Sie, heute Stellung zu nehmen und uns und der Öffentlichkeit auch zu sagen, welches Netzwerk und welcher Terrorverdacht denn da im Großeinsatz tatsächlich bekämpft wurde. Das zweite Ereignis ist eine Veröffentlichung der Frankfurter Rundschau von heute. Frau Faeser hat es schon angesprochen. Demnach schreibt das LKA derzeit alle pensionierten Polizistinnen und Polizisten in Hessen an. Man will die Pensionierten für 25 € in der Stunde anheuern, damit sie eilig beim Rückführungsmanagement, wie das im Sprachgebrauch heißt, des Landes Hessen helfen. Es gebe da keine Hinzuverdienstgrenzen zur Pension, steht in dem Schreiben. Auf Deutsch: Weil Personalmangel bei der Polizei herrscht, werden nun dringend Pensionierte aktiviert, um mit Zusatzgeld gelockt, um im großen Maß Abschiebungen vorzubereiten oder durchzuführen. Herr Minister, daraus ergeben sich eine Vielzahl von Fragen. Und ich wäre Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie uns das dazu heute mehr erklären würden als die zwei Sätze, die Sie vorhin in Ihre Rede reingenommen haben. Die Fragen sind: Was ist da an Abschiebung im großen Stil geplant? Wie soll das organisatorisch durchgeführt werden? Sollen da ausschließlich verurteilte Mehrfachstraftäter abgeschoben werden, wie Sie es vorhin behauptet haben, oder, wie wir aus der Abschiebungsaktion am 8. Dezember 2016 nach Afghanistan wissen, überwiegend unbescholtene Flüchtlinge? Sollen jetzt vermehrt auch jahrelang Geduldete wieder in Kriegsgebiete zurückgeführt werden? Meine Damen und Herren, ist damit nicht völlig klar? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Bellino. Sie haben das falsche Manuskript gehabt, die Polizeistatistik. Nein, haben wir nicht. Wir haben vorhin nicht zugehört, oder Sie haben zugehört. Ja, das Thema ist Polizei, nicht Polizeistatistik. Und das haben Sie selbst so gewählt. Meine Damen und Herren, ist damit nicht völlig klar, dass wir für die Polizeiarbeit zu wenige Kräfte haben? Oder warum brauchen Sie, ähnlich wie im Schulbereich, pensionierte Beamte, um in einem solch schwierigen Bereich handlungsfähig zu sein? Die Frage stellt sich doch. Und ich frage auch, was bedeutet eigentlich das neu eingerichtete Rückführungsmanagement bei der Polizei? Können Sie uns das Konzept, das dahinter steckt, bitte erläutern? Und ich frage weiterhin: Wollen Sie in dieser Koalition die Abschiebung von Geduldeten in Kriegsgebiete nun auch noch forcieren? Und ich sage in Richtung der GRÜNEN, da ist allerdings kaum noch jemand da, der das hört, vor allen Dingen auch nicht der zuständige Innenpolitiker, die Die Behauptung, es würden nur Straftäter nach Afghanistan abgeschoben, ist nicht wahr. Und die GRÜNEN wissen das auch. Das ist nicht wahr.
Es wurden im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die überhaupt nicht nach Afghanistan abschieben, aus Hessen im Dezember 2016 drei junge Menschen abgeschoben, die sich nicht das Geringste haben zu Schulden kommen lassen. Und das erklären Sie bitte einmal Ihrer Wählerschaft. Viele Fragen. Wir erwarten auf Ihre Antworten, Herr Minister. Und vielleicht haben Sie auch die Freundlichkeit, die hier einmal im Zusammenhang zu erklären. Das wäre jetzt die Gelegenheit in dieser von Ihnen ja selbst beantragten Diskussion. Ich will auch bei dieser Debatte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass es ein schwerer Fehler der letzten 10 Jahre war, bei der Polizei so zu sparen. Immer wieder haben wir auf die geringen Anwärterzahlen in den letzten 10 Jahren hingewiesen und jedes Jahr Haushaltsanträge gestellt. Jedes Jahr Haushaltsanträge. Das ist kein Quatsch, Herr Bellino. Das haben wir getan. Wir haben jedes Jahr mehr Anwärter gefordert, ja, so die von den jetzigen Koalitionsparteien, damals Sie mit CDU, mit FDP und jetzt Sie mit GRÜNEN, stets abgelehnt wurden. Ich habe hier schon mehrfach gesagt, wenn die LINKE schon sagt, es fehlt Polizei, dann stimmt doch wirklich etwas nicht in Hessen. Jetzt, wo die Regierung, danke schön, Herr Hahn, jetzt, wo die Regierung die Not endlich erkannt hat, rühmt sie sich mit den diesjährigen hohen Anwärterzahlen. Aber das kommt doch um Jahre zu spät, meine Damen und Herren. Da muss man sich doch nicht dafür rühmen, wenn man jahrelang sozusagen zurückhaltend ist und jetzt gar nicht mehr anders kann, als diese Zahlen zu erhöhen, damit man den Personalstand halten kann, der wichtig ist, um die Sicherheit in Hessen zu gewährleisten. Und wenn nun allen klar ist, dass Polizeikräfte fehlen, dass Millionen Überstunden gemacht werden müssen, dann ist es umso verrückter, die vorhandenen Kräfte schlechter zu bezahlen als vergleichbare Beamtinnen und Beamten in Bundesländern. Das ist der Maßstab. Das, meine Damen und Herren, ist die aktuelle Politik von Schwarz-Grün. Zu wenig Personal, immer noch die längsten Wochenarbeitszeiten bundesweit, dafür kaum Besoldungserhöhung. Und dafür soll Sie der Landtag loben, Herr Minister? Wir sagen, nein, danke. Nein, danke. Lob und Anerkennung für die Polizei sieht für DIE LINKE anders aus. Erstens. Runter von den deutschlandweit längsten Arbeitszeit, baldige Arbeitszeitreduzierung von 42 auf 40 Stunden pro Woche bei vollem Personalausgleich. So hatten es im Übrigen die GRÜNEN im Wahlkampf auch versprochen. Das ist der Maßstab. Das heißt dann aber, in diesem Jahr alleine für die Reduzierung von auf 41 Wochenstunden 330 zusätzliche Stellen. 330, nicht 90, nicht 200, 330. Zweitens, Herr Frömmrich, statt weiterer Einsparungen müssen die Tarifabschlüsse der letzten 2 Jahre nachgeholt werden. Sie können doch niemandem erklären, dass das Land Hessen 700 Millionen € Überschuss macht, aber dass Sie bei den Beschäftigten weiter kürzen wollen. Erklären Sie das einmal Ihren Beamtinnen und Beamten bitte sehr. Das versteht niemand, auch über den Personenkreis hinaus in diesem Lande nicht. Und Sie haben jetzt die Gelegenheit, bei der kommenden Tarifrunde auch tatsächlich Farbe zu bekennen und zu einem Abschluss zu kommen, der auch dem entspricht, was in anderen Bundesländern für die Tarifbeschäftigten vorgenommen wurde, und die Übertragung der Beamtinnen und Beamten gleich mit vorzunehmen, so wie sie die Gewerkschaften auch fordern. Die Chance haben Sie, aber auch die, das sage ich Ihnen voraus, werden Sie wieder verpassen und vergeigen. Sie haben die Beamtinnen und Beamten von der Gehaltsentwicklung und der Entwicklung des Landeshaushalts abgekoppelt und zu Sparopfern gemacht. Und damit muss Schluss sein. Um aber nicht nur über den Minister zu schimpfen, will ich mich an dieser Stelle seiner Meinung aber auch ausdrücklich in 2 Punkten anschließen. Erster Punkt. Wir erleben derzeit eine entsetzliche Hetze gegen Flüchtlinge. Aber ein Flüchtling ist weder ein besserer noch ein schlechterer Mensch.
Er lebt sogar unter Umständen, die strafbare Konflikte untereinander wahrscheinlicher machen, weil Flucht zwangsläufig mit prekären Lebensumständen, mit Not und oft mit Einreise ohne Papiere zusammenhängt. Klar ist aber auch, dass es bei Kriminalität keinen Rabatt gibt. Da Geflüchtete häufig selbst Opfer von Gewalt und Straftaten werden, gilt es, entschlossen vorzugehen. Ich bin Ihnen, Herr Minister, dankbar, dass Sie bei der Vorstellung der Kriminalstatistik öffentlich erklärt haben, dass auch nach Überarbeitung der statistischen Methoden nicht feststellbar ist, dass Migranten krimineller seien als andere. Diese Feststellung ist wichtig und notwendig. Das will ich ausdrücklich betonen. Der zweite Punkt, bei dem ich dem Minister recht gebe, Hessen ist ein vergleichsweise sicheres Bundesland und Deutschland eines der sichersten Länder überhaupt. Und das ist gut so. Das ist uns auch etwas wert. Und man muss es auch denen sagen, die unser Land ständig in den düsteren Farben malen, meine Damen und Herren. Und weil jedes Opfer einer Straftat ein Opfer zu viel ist, müssen wir alle ein Interesse daran haben, dass dies auch weiterhin Bestand hat. Deshalb möchte ich auch der Polizei danken, nicht pauschal, wie es hier immer so gemacht wird. Leider dankt hier im Landtag ja jährlich niemand, z.B. den Krankenschwestern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen, den Altenpflegerinnen. Und niemand betont, wie gefährlich besonders im Winter der Beruf des Straßenwärters ist. Zum Beispiel. Ich möchte der Polizei danken, weil sie täglich, tagtäglich gute Arbeit leistet und weil das von der Öffentlichkeit weitgehend nicht wahrgenommen wird, weil sie stark gegen die rechte Szene, die sich rasant entwickelt, vorgeht. In Rheinland-Pfalz wurden 155 Kilo Sprengstoff jüngst gefunden. Zwei bundesweite Razzien fanden wegen Bewaffnung und gegen die Reichsbürgerszene statt. Es werden Anklagen gegen mehrere rechtsterroristische Vereinigungen geführt. In der Öffentlichkeit dominiert die Wahrnehmung von Islamisten leider, weil von Islamisten potenziell Gefahren gegen alle Menschen ausgehen. Aber auch dieser Teil der polizeilichen Arbeit gegen rechts muss wahrgenommen und muss entsprechend auch gebührt und honoriert werden. Vielen Dank dafür. Real hat rechte Gewalt. Ja, das ist ja gut, das können Sie ja dann machen, Herr Bellino, wenn Sie dran sind. Ja? Ich will Ihnen mal etwas zum Linksextremismus sagen, Herr Bellino. Herr Minister, nee, weil Sie mal gerade kommen an dieser Stelle. Herr Minister hat vorhin von den Rändern gesprochen der Gesellschaft, ja? Und dann lese ich in seiner Rede, welche Präventionsprogramme hier vorgenommen werden. Da gibt es Präventionsprogramme gegen Rechts und gibt es Präventionsprogramme gegen Salafisten. So, es gibt keine, und das wissen Sie ganz genauso, weil nicht notwendig gegen Links. Es gibt keine. Selbst Sie und Ihre Regierungsmehrheit sagen keine Notwendigkeit, bisher hier entsprechende Präventionsprogramme vorzulegen. Das hat auch die Anhörung gegen Linksextremismus ergeben. Und Ihre Gleichsetzung von Links- und Rechtsterrorismus, die geht mir sowas von auf den Senkel. Das kann ich Ihnen nur sagen. Immer wieder eine Gleichsetzung. Mal etwas Differenzierung wäre angebracht an dieser Stelle als diese. Moment, meine Damen und Herren, ihr Lieben. Meine Damen und Herren, beruhigt euch wieder. So, der Kollege Schaus hat wieder das Wort. Alles wieder ruhig und friedlich. Herr Bellino, ich würde jetzt etwas Unparlamentarisches gerne zu Ihnen sagen. Nein, das sagen wir jetzt nicht, Herr Kollege Schaus. Machen wir jetzt vernünftig weiter. Real hat rechte Gewalt, haben rechte Straftaten, haben Angriffe auf Flüchtlinge, auf Flüchtlingsunterkünfte und haben Verfahren wegen rechtem Terror
in absolut dramatischer Weise zugenommen. Das können selbst Sie nicht leugnen, dass es da eine Zunahme gibt, Herr Bellino. Jüngst wurde über einen Hassprediger aus Wiesbaden berichtet. Der Mann ruft zu Mord an Politikern, zu Gewalt gegen Migranten und zur Bewaffnung deutscher Krieger auf. Wer zum Mord an Merkel und Martin Schulz aufruft, wer darüber auch noch massiv Zuspruch erhält und wer eine Volksbewaffnung gegen Migranten fordert und durchführt, der muss mit aller Härte daran gehindert werden. Nicht nur die Lehren aus dem NSU, sondern die realen Gefahren rechter Gewalt und Hetze müssen zu Konsequenzen führen. Und das ist konkret angesagt, Herr Bellino. Wie immer in den vergangenen Debatten zur Kriminalstatistik möchte ich auch heute darauf hinweisen, dass sie nur Tatverdächtige erfasst. Ob diese Tatverdächtigen am Ende auch die Täter sind, geschweige denn, ob sie verurteilt werden, und wenn ja, nach wie viel Zeit und zu was, all das wissen wir nicht. Deshalb sage ich, wie jedes Mal, so auch im nächsten Jahr, die von Ihnen, Herr Minister, angeführte Aufklärungsquote ist irreführend. Wir wissen eigentlich nicht, wie es nach dem Verdacht weitergeht. Welche Delikte werden wie durch den Rechtsstaat verarbeitet? Keiner weiß es. Dies kann sich aber nur ändern, indem wir endlich eine gemeinsame Verlaufsstatistik bei Polizei und Justiz einführen. Das sollte im 21. Jahrhundert auch in Deutschland möglich sein, damit Polizeiarbeit noch erfolgreicher wird und die Hessinnen und Hessen noch sicherer leben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem das alles eben ein bisschen aufgeregt war, will ich doch einmal versuchen, die Debatte auf ein etwas ruhigeres und sachbezogeneres Maß zurückzuführen und mich einmal mit den Tatsachen beschäftigen, um die es geht, auch mit den Tatsachen, die der Innenminister nicht so erwähnt hat. Insofern kann ich zunächst feststellen, in der Tat, die Erfolge der Sicherheitskräfte in Hessen sind nicht von der Hand zu weisen. Die Aufklärungsquote ist gestiegen auf über 62%, auch wenn sich das natürlich deutlich relativiert, wenn man feststellt, dass das vor allem aus den zusätzlichen Straftaten im Bereich des Aufenthaltsrechts resultiert. Hier liegt die Aufklärungsquote denklogisch bei 100%. Aber selbst wenn man diese Fälle herausrechnet, wenn man das bereinigt, haben wir eine Aufklärungsquote, die um 1,5% gestiegen ist. Und das ist eine positive Entwicklung. Besonders hervorheben will ich, dass dies im Bereich der Einbruchskriminalität gilt. Wobei man dazu sagen muss, diese Verbesserung hier ist auf niedrigem Niveau erfolgt, nachdem in den letzten Jahren die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle kontinuierlich und teilweise erheblich angestiegen ist. Die Aufklärungsquote mit 21% ist naturgemäß gering, wenn auch im Bundesländervergleich nicht ganz schlecht. Ein anderer Punkt ist, dass die Straßenkriminalität zumindest statistisch zurückgeht. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich fragt, ob das tatsächlich ein Zurückgehen ist oder ob das vielleicht auch etwas mit einem geringeren Anzeigeverhalten zu tun hat. Das können wir nicht abschließend beurteilen. Und wir haben festzustellen, dass die politisch motivierten Straftaten, insbesondere Gewalttaten, wieder etwas rückläufig sind. Meine Damen und Herren, auch wenn jede einzelne dieser Straftaten zu viel ist oder überhaupt jede Straftat zu viel ist, so zeigen die im Bundesländervergleich relativ geringen Fallzahlen doch, dass auch Flüchtlinge in Hessen vor Übergriffen offensichtlich sehr gut geschützt werden können. Das halte ich für eine wesentliche Botschaft, gerade wenn immer wieder berichtet wird, richtigerweise berichtet wird, wenn es doch zu solchen Übergriffen kommt. Aufgrund der nicht unerheblichen Zahl von Propagandadelikten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts
heißt es, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, hier weiter höchst wachsam zu bleiben. Denn diese Straftaten sind ja nicht einfach nur Straftaten, sie sind ein Indikator für das, was sich in der Szene tut, wie die Stimmung in der Szene ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor diesem Hintergrund, das ist von allen Vorrednern schon gesagt worden, ich will das auch sehr deutlich sagen, gilt es, Dank zu sagen an die Polizei. Denn das alles sind Erfolge unserer Polizei in schwierigen Zeiten. Und das nicht nur vor dem Hintergrund, dass die Migrationsbewegungen zu zusätzlichen Belastungen an vielen Stellen geführt haben. Erschwerende Bedingungen für die Polizei hat auch die Landesregierung geschaffen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Erschwerende Bedingungen wie die Tatsache, dass es kein Zeichen von Wertschätzung ist, wenn man sich die Besoldungspolitik der schwarz-grünen Koalition vor Augen führt. Es wird auch weiterhin an anderen Stellen Thema sein, etwa im Rahmen der Klageverfahren, die vom Deutschen Beamtenbund, der Deutschen Polizeigewerkschaften, der Gewerkschaft der Polizei betrieben werden. Ich will das hier nur am Rande erwähnen, weil wir hier sicherlich noch ausreichend an anderer Stelle Gelegenheit zur Debatte haben werden. Ich will aber auch sehr deutlich sagen, das alles zeigt, dass auch die Kosmetik im Bereich der Überstundenvergütung oder der Dienstzulagen nicht so sinnvoll, wie das im Einzelnen ist, schlicht nicht dazu geeignet ist, den grundlegenden Fehler dieser Koalition auszumerzen, der leistungsfeindlich ist und der Motivation der Beamten sowie der Gewinnung des Nachwuchses einen Bärendienst erwiesen hat. Das gilt für die Nullrunde 2015 genauso wie für die pauschale Vorfestlegung der Schwarz-Grünen und der Landesregierung auf eine Deckelung der Besoldungserhöhungen auf 1% jährlich bis 2018. Das ist ein Verstoß gegen das Alimentationsprinzip, ein verfassungswidriges Sonderopfer der Beamtinnen und Beamten. Diese werden abgehängt von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist den Grünen egal. Ich habe das schon zur Kenntnis genommen. Umso höher, das sage ich allerdings auch sehr deutlich, umso höher ist die große Leistungsbereitschaft zu bewerten, die zu diesen guten Ergebnissen der Kriminalstatistik geführt hat und für die sich jetzt unangemessenerweise diese Landesregierung feiert. Meine Damen und Herren, der genaue Blick auf die Zahlen offenbart im Übrigen, dass nicht alles so rosarot ist, wie es der Innenminister gerne malen würde. Ein Kernproblem, das offensichtlich ungelöst ist, ist der erhebliche Anstieg der Straftaten ausländischer Intensivtäter. In der Folge der Vorfälle Silvester 2015-2016 werden nun auch erste Zahlen über die Kriminalität von Flüchtlingen ausgewiesen. Und beunruhigenderweise bestätigt die Kriminalitätsstatistik, dass es dort zu einem erheblichen Anstieg von Straftaten gekommen ist. Auf der einen Seite sind das relativ harmlose Dinge, Taten im Bereich der Beförderungserschleichung. Die ärgern uns zwar sehr, die müssen auch konsequent verfolgt werden, alleine um zu zeigen, dass unser Rechtsstaat auch keine solchen Bagatelldelikte duldet. Viel schwerer ins Gewicht fallen aber die massiv angestiegenen Fallzahlen bei Diebstahl, bei Körperverletzungs- und Sexualdelikten, zu großen Teilen begangen durch Mehrfach- und Intensivtäter, begangen durch sogenannte, und ich zitiere wörtlich, weil das ein Begriff der Statistik ist und nichts anderes, besonders auf- und straffällige Ausländer, BASA abgekürzt. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, bereitet uns größte Sorge. Es ist nämlich schlicht nicht hinnehmbar, dass diejenigen, die vermeintlich Schutz in unserem Land suchen, in diesem Ausmaß Straftaten begehen. Das ist nicht nur unzumutbar für unsere weltoffene und hilfsbereite Gesellschaft, sondern auch gerade gegenüber denjenigen nicht fair, die tatsächlich unseren Schutz und unsere Hilfe brauchen und sich, und das will ich hier sehr deutlich sagen, zum ganz, ganz überwiegenden Teil rechtskonform in unserem Land verhalten und die Regeln und Gesetze achten. Aber meine Damen und Herren, gerade um jede Art der extremistischen Instrumentalisierung von tatsächlich vorliegenden oder vermeintlichen Straftaten zu verhindern, ist es nicht nur unerlässlich, die größtmögliche Transparenz herzustellen und diese Fragen auch hier ganz offen anzusprechen, sondern auch über die bestehenden Missstände offen zu sprechen. Ich will ein anderes Thema ansprechen, in aller Kürze an dieser Stelle. Die Zahl der Übergriffe auf Polizeikräfte steigt stetig.
bei nunmehr 3.500 Fällen in 2016, in denen Polizeibedienstete Opfer von Gewalttaten wurden, ist das auch gesellschaftlich nicht hinzunehmen. Ich sage sehr deutlich, das ist nicht hinnehmbar. Ich komme an anderer Stelle noch einmal auf das Thema zurück. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Innenminister hat sich auf die Grundsätze berufen, die der Ministerpräsident Bouffier, der damalige Innenminister, vor 16 Jahren aufgestellt hat. Er hat sich darauf berufen, eine effektive Bekämpfung von Straftaten durch das Erweitern von Befugnissen und rechtlichen Instrumentarien der Polizei, eine verbesserte Ausstattung und Organisation der Sicherheitsbehörden sei das Gebot der Stunde. Daran haben wir in der Vergangenheit viel gearbeitet. Aber, meine Damen und Herren, wie sehen die Tatsachen denn heute aus? Das Eigenlob für die vermeintliche Leistung der Landesregierung dafür, dass Hessen tatsächlich ein sicheres Land ist, ist mindestens übertrieben. Viele wichtige Maßnahmen, und das sollte man in aller Deutlichkeit hier auch zur Kenntnis nehmen, werden durch falsch verstandene Koalitionsdisziplin verhindert. Viele entscheidende Weichenstellungen für die Sicherheit in unserem Land bleiben so auf der Strecke. Diese Schwächen unseres Sicherheitsapparates sind nicht durch die Sicherheitskräfte verursacht. Nein, sie sind rein politisch gemacht. Ich will ein paar Beispiele dafür nennen. Diese Landesregierung muss die hochgefährliche Klientel viel konsequenter abschieben. Ein verhältnismäßig großer Anteil der genannten ausländischen Intensivstraftäter kommt, wie man nachlesen kann, aus Algerien und Marokko. Dann lobt sich der Innenminister hier dafür, dass im gesamten letzten Jahr gerade 100 von diesen besonders auffälligen ausländischen Straftätern abgeschoben werden sind. Ausländer, die 5 oder mehr Straftaten innerhalb eines halben Jahres begangen haben, 100 davon wurden in ihre Länder zurückgeführt. Das ist ein schlechter Witz, wenn Sie sich vor Augen halten, dass wir heute etwa 2.500 solche Intensivstraftäter in Hessen haben und dass von diesen 2.500 nur 10%, 250 im Fokus der Ermittler stehen, 100 abgeschoben. Das ist eher ein Offenbarungseid als etwas, wofür man sich loben kann. Und, meine Damen und Herren, das deckt sich leider mit den Zahlen, die wir für Hessen für das erste Halbjahr 2016 und nun auch, ohne dass wir hier schon eine Antwort haben, für das zweite Halbjahr 2016 abgefragt haben. Bei den Abschiebungen, gerade in die Maghreb-Staaten, ist Hessen alles andere als gut aufgestellt. Und leider hat sich dies auch durch die Auskünfte des Ministers auf unsere Fragen zur Razzia gegen die islamistische Zelle, von der heute schon mehrfach die Rede war, bestätigt. Es stellt sich schon die Frage, warum dieser Straftäter Heikel S. überhaupt in Deutschland war. Es ist zwar zutreffend, wir haben das im Innenausschuss erörtert, dass der Hauptverdächtige nicht länger in Auslieferungshaft behalten werden konnte, weil dafür die Frist abgelaufen war und die tunesischen Behörden nur unzureichende Unterlagen geliefert hatten. Das hat das OLG so entschieden, und das ist soweit in Ordnung. Aber völlig offen geblieben ist die Frage, weshalb dieser Heikel S. im Anschluss daran lieber auf freien Fuß gesetzt wurde und man ihn Tag und Nacht observiert hat, statt ihn erst einmal in Abschiebehaft zu nehmen und so dann auszuweisen. Was angesichts, Herr Kollege Frömmrich, da lohnt ein Blick ins Gesetz, das erleichtert meistens die Rechtsfindung, was angesichts der offensichtlichen Gefährlichkeit ohne weiteres möglich gewesen wären, diese Fragen hat der Innenminister nicht beantwortet, bis zum heutigen Tage nicht, im Ausschuss nicht und auch heute nicht. Und ebenso, Herr Minister, konnten Sie nicht beantworten, ob und wenn ja, welches Aufenthaltsrecht der Verdächtige denn gehabt haben soll. Sollte er tatsächlich, wie uns Innenministerium bzw. Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft mitgeteilt haben, Anfang 2013 ausgereist sein, im August 2015 wieder eingereist, so ist es uns mitgeteilt haben, dann wäre seine Niederlassungserlaubnis erloschen nach dem Aufenthaltsgesetz. Ganz einfache Geschichte, Herr Frömmrich, können Sie nachlesen. Und er hätte sogar ausgewiesen werden müssen, nicht nur können, sondern ausgewiesen werden müssen. Trotzdem setzt man ihn auf freien Fuß, meine Damen und Herren. Das kann man niemandem erklären.
Ich will einen weiteren Punkt erwähnen, den man nicht oft genug in die Diskussion einbringen kann. Trotz der eindeutigen Zahlen, die wir jetzt auch wieder in der polizeilichen Kriminalstatistik haben, gibt es immer noch keine Zustimmung des Landes Hessen zur Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten. Meine Damen und Herren, obwohl der Innenminister seiner schwarz-grünen Koalition in der polizeilichen Kriminalstatistik schwarz auf weiß aufgezeigt hat, dass es insbesondere aus den Maghreb-Ländern eine extrem hohe Quote an Intensivtätern gibt, sind CDU und GRÜNE nicht gewillt, ihre Blockadehaltung der Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten gegenüber endlich zu überdenken. Dabei, Herr Kollege Frömmrich, und das sollten auch Sie zur Kenntnis nehmen, könnten hier durch die von solchen Bürgern der Maghreb-Staaten in fast allen Fällen nur vorgeschobenen Asylverfahren schneller abgeschlossen werden und deren Aufenthalt in Deutschland schneller beendet werden. Das nach Auskunft, Herr Frömmrich, wenn Sie etwas zu sagen haben, gehen Sie hier ans Rednerpult, sagen Sie einmal etwas Substantiiertes, beschimpfen Sie nicht immer nur die Opposition, sondern setzen Sie sich einmal mit den Fakten auseinander. Das mit dem Thema Respekt werden wir ja öfters einmal thematisieren müssen, wenn wir insbesondere auch die Stellungnahmen der Landesregierung hören. Meine Damen und Herren, nach Auskunft des Innenministers hat die Koalition selbst nach Aufliegen eines Terrornetzwerks von 16 Personen, die zur Hälfte aus Tunesiern bestand, sich noch nicht Gedanken gemacht, ob man nicht vielleicht doch einmal die Position ändern sollte und sich gegen die grüne Blockade durchsetzt. Das, meine Damen und Herren, zeigt, wie festgefahren CDU und GRÜNE in Hessen sind. Das passt in das Konfuse. Das passt in das konfuse Gesamtbild, Herr Kollege Frömmrich, das Sie auch mit Ihren lautstarken Beiträgen nicht zur Seite schieben können. Man fragt sich in der Tat, was noch passieren muss, bis hier endlich konsequent gehandelt wird und diejenigen, die unsere Hilfsbereitschaft auf solch infame Art missbrauchen, endlich zeitnah unser Land verlassen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir in Hessen wollen denen helfen, die tatsächlich Hilfe brauchen, weil sie vor Krieg und Verfolgung flüchten. Diejenigen, die unter dem Deckmantel des Asylrechts hierher kommen, um Straftaten zu begehen, gehören eindeutig nicht dazu. Es gibt zahlreiche weitere Fragen, für die weder die Regierungserklärung heute noch an anderer Stelle auf die nicht einmal dort Antworten gegeben worden. Wieso erfolgte bis zum heutigen Tage keine umfassende Nachregistrierung von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit Fingerabdruck? Wo bleibt die Initiative der Landesregierung für die Ausweitung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung der Fußfessel auf Gefährder? Ich habe vorhin in der Fragestunde dem Innenminister schon Gelegenheit gegeben, mal etwas dazu zu sagen. Was kam, war ausweichend. Was kam, war ausweichend. Wir können uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es bis zum Ende der Legislaturperiode dauert, wir immer wieder nachfragen können und wir dann immer noch nichts haben. Denn das ist die Botschaft bei der nächsten Frage, die Sie stellt. Wo bleibt denn das Gesetz zur Neuordnung des Verfassungsschutzes in Hessen? Da erleben wir dieses Spielchen jetzt die ganze Zeit schon. Und offensichtlich soll es mit der Fußfessel genauso weitergehen, weil Sie sich schlichtweg nicht einigen können. Und ich will einen anderen Punkt noch einmal ansprechen. Ich habe vorhin auf die gestiegenen Gewalttaten gegen Polizisten verwiesen. Selbst beim Vorzeigeprojekt dieses Innenministers, dem Schutzparagrafen, hat die Landesregierung klar aufgezeigt bekommen, dass es manchmal klug wäre, juristische Expertise ernst zu nehmen. Schon vor 2 Jahren haben wir dem Innenminister klar erläutert, dass wir seinen Vorschlag grundsätzlich für erwägenswert halten, um den besonderen Tatunwert bei oft völlig unmotivierten Angriffen auf diejenigen, die uns helfen wollen, die dafür da sind, uns zu helfen, zu dokumentieren. Wir haben aber genauso deutlich darauf hingewiesen, dass die vom hessischen Innenminister vorgeschlagene Mindeststrafe von 6 Monaten auch für kleinste Delikte wie beispielsweise ein Anrempeln oder einen Eierwurf von Demonstranten schlichtweg völlig unverhältnismäßig ist und deswegen auch verfassungsrechtlich kaum tragbar. Das, meine Damen und Herren, wollte der Innenminister nicht hören. Allerdings hat offensichtlich die Bundesregierung aus CDU und SPD die
Einschätzung ähnlich vorgenommen wie wir und deswegen jetzt eine Mindeststrafe von nur 3 Monaten vorgesehen, was die Konsequenz hat, das muss man sich aus dem Gesetz erschließen. Eine Mindeststrafe von 3 Monaten bedeutet, dass auch Geldstrafe statt Freiheitsstrafe möglich ist. Und das halten wir gerade in Verbindung damit, dass in schweren Fällen 5 Jahre Freiheitsstrafe angedroht werden, damit deutlich härtere Strafen möglich sind, für das richtige Maß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte der hessische Innenminister entsprechend unserem Vorschlag einen vernünftigen Vorschlag hier unterbreitet und das in den Bundesrat gebracht, dann hätte das sicherlich dort auch die Debatte verkürzt. Aber schlimmer noch, wie wir jetzt diese Woche lesen dürfen, in der letzten Woche lesen dürfen, der Innenminister wiederholt nun die Forderung nach dem unverhältnismäßigen Strafmaß, anstatt froh zu sein, dass das Gesetz nunmehr etwas austariert auf den Weg gebracht wurde. Sie laufen Gefahr, das Thema insgesamt zu versenken, und das ist ein grundlegender Fehler. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch gar nichts gesagt zu der Frage der zukunftsfähigen, besseren technischen Ausstattung der Polizeikräfte. Auch hier wird immer nur auf die Vergangenheit verwiesen. Für die Zukunft hört man nichts bis wenig von der Landesregierung. Ich komme deswegen schon zum Schluss, lange bevor mich der Präsident daran erinnern müsste. Wie von dieser Landesregierung gewohnt, gibt es einen umfassenden Rückblick auf das, was gemacht wurde. Das können wir ja schon immer nach hinten gucken. Sie haben angekündigt in Ihrer Rede, dass es ein Rück- und ein Ausblick sein sollte. Wer dann aufmerksam zugehört hat, der wartet auf den Ausblick. Da wurde etwas von Cybersicherheit erzählt und Ausbau in diesem Bereich. Ist das alles? Ist das alles? Ist das Ihre Zukunftsperspektive, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wenn, dann ist das ganz schön dürftig. Kein Wort zur Sicherheitsarchitektur in Hessen. Kein Wort zur Beamtenbesoldung, nur zu den zusätzlichen Polizeistellen. Kein Wort zu weiteren technischen Möglichkeiten, DNA-Analyse, vernetzte Polizeikräfte. Kein Wort zu Abschiebungen von Intensivtätern. Kein Wort zu sicheren Herkunftsstaaten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir hier gehört haben, ist eine reine Wohlfühlregierungserklärung, die alle Probleme konsequent ausgeblendet hat. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, das sage ich abschließend und nehme da sehr deutlich Bezug auf die Worte des Innenministers. 4 von 5 Hessen fühlen sich laut der Studie des Hessischen Rundfunks sicher. Wenn das auch in Zukunft so bleiben soll, stellen Sie endlich die notwendigen Weichen dafür. Danke, Herr Greilich. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bauer das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir schulden den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten großen Dank für das, was sie 2016 für die Sicherheit in Hessen geleistet haben. Das müsste uns auch zur vorgerückten Stunde eigentlich vereinen, denn noch nie konnte die Polizei in Hessen so viele Straftaten aufklären wie 2016. Das ist eine tolle Sache, und darüber können wir dankbar, stolz und froh sein. Denn, meine Damen und Herren, jeder Fall, der aufgeklärt werden kann, schafft ein Stück Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unseres Staates und ist die erste Voraussetzung, damit nach einer Straftat wieder Rechtsfrieden hergestellt werden kann. Und die gute Arbeit unserer Polizei hat natürlich auch Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden der Menschen in unserem Land. Und bei allen Baustellen, die noch zu bearbeiten sind, und bei all den Deliktsbereichen, bei denen wir noch besser werden müssen, gilt mit Blick auf die Leistungsbilanz der hessischen Polizei: Erstens. Die Menschen fühlen sich sicher in Hessen. Und dank der erfolgreichen Polizeiarbeit darf man auch zweitens sagen, die Hessen leben auch sicher, meine Damen und Herren. Hessen ist eines der sichersten Bundesländer, und das klingt für den einen oder anderen zu schön, um wahr zu sein. Aber das ist das Resultat erfolgreicher Sicherheitspolitik und einer nachhaltigen, richtigen Polizeistrategie. Das alles ist auch das Ergebnis der letzten 18 Jahre, in denen wir als Union technische, personelle und rechtliche Grundlagen für eine gute Sicherheitspolitik in unserem Land erarbeitet haben. Es waren die CDU-geführten Landesregierungen, die Hessen seit 1999 verlässlich sicherer gemacht haben, meine Damen und Herren.
Als die SPD regierte, gab es weniger Polizei, mehr Kriminalität, und die Aufklärungsquote war unter 50%. Das ist Ihre Leistungsbilanz. Und sich dann dahinzustellen und zu sagen, na ja, wenn es schlecht läuft, ist für alles der Innenminister zuständig. Aber wenn die Polizei mit Erfolgen aufwerten kann, dann ist das gemeinhin wohl eher zufällig vom Himmel gefallen, so als sei das der politischen Führung in den Schoß gefallen. Das ist doch mitnichten so, meine Damen und Herren. Erfolg ist bekanntlich harte Arbeit. Und natürlich zuvörderst die Arbeit der Mitarbeiterinnen in allen Sicherheitsbehörden. Aber wenn Hessen auch ein Stück sicherer geworden ist, dann ist das auch Ausfluss der politischen Rahmenbedingungen in unserem Land. Und genau deshalb ist das auch ein Verdienst des Innenministers Peter Beuth und seinen Vorgängern, die dafür die Voraussetzungen geschaffen haben in unserem Land, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich einige Fakten liefern. Die Aufklärungsquote ist mit 62,7% auf dem Höchststand. Die Fallzahlen sind leicht gestiegen auf über 400.000 Straftaten. Die Fallzahlen für Wohnungseinbruch, Diebstahl sanken auf den tiefsten Stand seit 2010. Die Straßenkriminalität hat die niedrigsten Fallzahlen seit 20 Jahren. Wir haben einen starken Rückgang im Bereich des Diebstahls. Meine Damen und Herren, die Zahlen sind nur abstrakte Größen. Entscheidend ist, was die Zahlen eigentlich ausdrücken. Denn hinter diesen Zahlen stehen nämlich Menschen, und um diese Menschen geht es. Es geht um individuelle Schicksale. Denn hinter jeder verhinderten Straftat steht ein Mensch, der nicht geschädigt wurde. Und hinter jeder aufgeklärten Straftat steht ein Mensch, der nicht mehr nur Opfer ist, sondern auch auf die Bestrafung des Täters hoffen darf. Das ist es, was der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern schuldig ist, ein Leben in Freiheit und in Sicherheit zu gewährleisten. Und da sind wir in Hessen ein großes Stück vorangekommen, meine Damen und Herren. Und natürlich wollen wir, müssen wir auch weiterhin die Polizei stärken. Und deshalb haben wir ja auch ein beispielloses Stärkungspaket beschlossen und auf den Weg gebracht. Doch eins vorab. Schon heute, meine Damen und Herren, sind über 1.000 Vollzugsbeamten mehr im Einsatz als noch zu SPD-Zeiten. 2017 beginnt der größte Ausbildungsjahrgang, den es je in der Geschichte unseres Landes gab. Über 1.000 zusätzliche Anwärter beginnen ihren Dienst und werden 2020 im Einsatz sein. Niemals gab es mehr Polizei in Hessen, meine Damen und Herren. Und wenn dann der Minister auch noch ausführt, dass über 30% der eingestellten Bewerber aus anderen Bundesländern stammen, dann darf man wahrlich sagen, Hessens Polizei ist ein attraktiver Arbeitgeber. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und natürlich sorgen wir auch weiterhin für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir haben doch schon eine Menge getan. Wir sind auf einem guten Weg und können gerne noch eine Schippe drauflegen. Aber woher soll es denn kommen? Sie wissen die entsprechenden Maßnahmen. Dutz wurde angehoben, Erschwerniszulage wurde geschaffen, Beförderungschancen wurden ausgekegelt, Stellenkegel verbessert, die Arbeitszeit auf 41 Stunden reduziert. All diese Maßnahmen sorgen für eine Verbesserung im Arbeitsumfeld der hessischen Polizei. Und das wird ja auch anerkannt, meine Damen und Herren. Und wenn dann SPD und LINKE sich hier hinstellen und sich als Anwälte der Beamten generieren, dann ist es ja ein Treppenwitz. Es ist deshalb ein Treppenwitz, weil Sie fordern doch gerade das, was die Beamten nicht wollen, Stichwort Bürgerversicherung. Denn das wäre nichts anderes als die vollständige Abschaffung der privilegierten Gesundheitsversorgung. Meine Damen und Herren, eine zwangsweise Gesundheitsversorgung über die gesetzliche Krankenversicherung. Meine Damen und Herren, es spricht dagegen nicht nur die günstige Prämienhöhe, sondern auch das Leistungsniveau. Sie fordern außerdem von SPD und LINKE, dass die Beamten künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen. Wie wichtig Ihre Pläne sind, kann man daran erkennen, dass das Bestandteil ist im SPD-Grundsatzprogramm, meine Damen und Herren. Und das wäre doch nach Adam Riese eine massive Kürzung, eine Nettokürzung bei allen Beamtinnen und Beamten. Und dann sind Sie der Fürsprecher für die Beamten. Das ist geradezu lächerlich. Wer so etwas fordert, der legt die Axt an die Grundfeste des Berufsbeamtentums. Und, meine Damen und Herren, das sage nicht ich. Das sage nicht ich. Die Sorgen sind schon längst bei den Beamten angekommen. Das zeigt z.B. der Blick in die aktuelle Ausgabe der Zeitung der Steuergewerkschaft, der Hessische Finanzer, Ausgabe März 2017 auf Seite 3. Ich darf zitieren. Hingegen hat die Bundes-SPD wieder einmal das Thema der Bürgerversicherung neu entdeckt. Ziel ist es, alle aktiven und vermutlich auch die passiven Beamtinnen und Beamten in eine gemeinsame Krankenkasse zu überführen. Wir bewerten das als Angriff auf das Berufsbeamtentum, denn die Beihilferegelungen sind mit dem Alimentationsgrundsatz fest verbunden. Und ich darf am Ende noch zitieren, aus Sicht des Beamtenbereichs stehen wir für derartig unausgegorene Sperenzien nicht zur Verfügung und erteilen diesen Überlegungen eine klare Absage, meine Damen. Zitat Ende. Das sagen Beamte zu ihren Überlegungen.
Und wenn Sie dann immer wieder so nebulös freie Heilfürsorge reinrufen, als hätte das etwas mit Wertschätzung zu tun, dann betrachten Sie einmal die Fakten. Meine Damen und Herren, die Fürsorgepflicht des Dienstherrn für seine Beamten schließt auch die Absicherung im Krankheitsfall und die Gesundheitsvorsorge mit ein. Und die Beihilfe deckt zwar nicht die Gesamtheit der Krankenkosten ab, aber die Beamtenbesoldung ist so bemessen, dass eine private Krankenversicherung für die Restkosten bestritten werden kann. Und wer wie Sie unseren Beamtinnen und Beamten mit der freien Heilfürsorge beglücken will, der nimmt ihnen auch wertvolle Vorteile, meine Damen. Mit der Heilfürsorge übernimmt der Dienstherr die Kosten für erstattungsfähige Aufwendungen zu 100%. Das hört sich gut an, aber schauen wir doch einmal aufs Detail. Das ist nur auf den ersten Blick eine vermeintliche Besserstellung als das hessische Beihilfemodell. Sie verschweigen einfach, dass die Leistungen bei der freien Heilfürsorge nur dem SGB V entsprechen, also in etwa der Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und die Vorteile unserer Beamtinnen und Beamten mit dem Status eines Privatpatienten, die muss man doch nicht herbeireden, die sind doch weiß Gott überall bekannt. Die Vorteile weiß der Beamte selbst, und sie weiß vor allem der Kassenpatient, welche Vorteile Privatpatienten bei Ärzten genießen, meine Damen und Herren. Und bei der freien Heilfürsorge muss man über die Nachteile auch reden, die Sie verschweigen. Es gibt Leistungsbereiche, in denen die Heilfürsorge nicht alle Kosten übernimmt. Und das sind gerade auch die, die besonders viele betreffen. Leistungen beim Zahnersatz, Leistungen für Sehhilfen. Und eine völlig freie Arztwahl gibt es auch nicht. Denn Sie müssen die Arztwahl mit dem Land und der jeweiligen kassenärztlichen Vereinigung aushandeln. Und die Heilfürsorge gilt auch nicht für berücksichtigungsfähige Angehörige. Und sie gilt auch nur für die aktive Dienstzeit, meine Damen und Herren. Und für eine Pflegeversicherung muss sich der Beamte bei freier Heilfürsorge auch selbst darum kümmern. Meine Damen und Herren, es gibt einfach keine freie Heilfürsorge auf dem Leistungsumfang und dem Leistungsniveau der hessischen Beihilfe. Alles andere sind Märchen und Sand in die Augen der Beamtinnen und Beamten gestreut, meine Damen und Herren. Wir freuen uns über die gute Arbeit der hessischen Polizei. Was braucht man dafür? Man braucht auskömmliches Personal. Da haben wir den richtigen Weg eingeschlagen und haben schon immer mehr Polizei auf Hessens Straßen, als Sie noch regiert haben. Wir brauchen die technischen Voraussetzungen. Wir brauchen eine gute Ausstattung der hessischen Polizei. Und wir haben in den letzten Jahren hier eine Menge getan. Ich will es nicht immer wieder erwähnen, in welch erbärmlichen Zuständen die Polizei im letzten Jahrtausend war, als Sie noch den Innenminister gestellt haben. Und wir müssen deshalb auch die besser schützen, die uns schützen, in Technik, in Ausstattung, in Schutzbekleidung. Jedes Jahr wenden wir hier Millionenbeträge auf. Über 50 Millionen sind es in diesem Jahr für Dienst- und Schutzbekleidung, für verbesserte Dienstwaffen, für die Erneuerung des für die Verbesserung des Fuhrparks und vieles mehr. Wir werden sicherstellen, dass die gute Ausstattung der hessischen Polizei auch weiter verbessert wird. Und wir tun auch eine Menge für die Verbesserung des Menschen in Uniform, meine Damen und Herren. Ich habe gelesen, in Baden-Württemberg laut einer dpa-Meldung vom 21. Mai letzten Jahres, Zitat, Polizisten müssen sich viel gefallen lassen. Sie werden manchmal auch bespuckt. Die Polizei in Baden-Württemberg denkt deshalb darüber nach, Spuckschutz anzuschaffen für die dortigen Beamtinnen und Beamten. Das ist leider trauriger Alltag, meine Damen und Herren. Und die Gewalt richtet sich häufig gegen die Beamten, nicht nur bei Großdemonstrationen und Großlagen, denn 90% der Übergriffe finden im normalen Einzeldienst statt. Was tut man jetzt aber, um so etwas zu heilen, zu verbessern, die Situation zu ändern? Man tut letztendlich kaum etwas in den Ländern, in denen die SPD regiert, außer dass man versucht, mit solchen Allheilmitteln die Symptome zu lindern. Man muss doch mit Blick auf die PKS 2016 mit Abscheu feststellen, die Gewalttaten gegen Polizeibeamte haben einen Höchststand, und sie haben erschreckendermaßen zugenommen. Und deshalb freue ich mich ausdrücklich, dass man nicht nur in die Ausstattung investiert, in Schutzwesten, in Spuckschutz, in neue Helme, in neue Schlagstöcke. Das kann man alles machen, das muss man auch alles machen. Aber entscheidend ist doch auch, dass man den rechtlichen Rahmen verschärft für diejenigen, die täglich Polizistinnen und Menschen in Uniform angreifen. Die Menschen in Uniform angreifen. Und der Deutsche Bundestag hat jetzt endlich auf Drängen der Union nunmehr einen verbesserten Schutz für Polizeibeamte, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte auf den Weg gebracht. Und diese Änderung des Strafgesetzbuches war längst überfällig. Und sie geht im Übrigen, meine Damen und Herren, sie geht auf eine hessische Initiative zurück. Denn wir haben das gemacht im März 2015 nach den Krawallen um die EZB in Frankfurt. Das war unsere Initiative, und man kann nicht so tun, als hätte das jetzt Bundesminister Heiko Maas erfunden.
Es war doch bei den Innenministerkonferenzen unser Innenminister Peter Beuth, der dieses Dickebrett gebohrt hat, der geworben hat für seine Argumente und am Ende auch überzeugen konnte und mit einem Kompromiss, natürlich in einem Kompromiss, sich durchgesetzt hat. Denn es gibt jetzt eine entsprechende Rechtsgrundlage, dass Angriffe auf Polizeibeamte stärker bestraft werden. Das ist ein Erfolg. Und eins ist doch klar. Angriffe auf unsere Einsatzkräfte sind Angriffe auf unseren Rechtsstaat, und diese werden wir nicht tolerieren. Das muss jedem unmissverständlich klar sein, meine Damen und Herren. Und warum leistet denn die Polizei in Hessen so gute Arbeit? Sie hat personell die Ausstattung, die sie braucht, sie hat technisch die Ausstattung, die sie braucht, und sie hat vor allem eins, sie hat den guten rechtlichen Rahmen. Unser modernes Polizeigesetz, seit 1999 immer wieder modernisiert, schafft den rechtlichen Rahmen für hervorragende Polizeiarbeit. Wir haben schon lange Rahmenbedingungen für die Polizei geschaffen, um die uns andere Bundesländer beneiden. Wir haben klare Rechtsgrundlagen für Razzien, für Videoüberwachung, für Online-Anzeigen, Regelungen zur Quellen- und Telekommunikationsüberwachung. Ich bin dankbar, meine Damen und Herren, dass wir Maßnahmen haben, die in anderen Ländern Sicherheitslücken darstellen, wie beispielsweise die Schleierfahndung. Warum gibt es das denn nicht in allen Bundesländern? Ich habe die Zahlen schon einmal genannt. Mit dieser verdachtsunabhängigen Kontrolle, ein Instrument, das bei uns in Hessen möglich ist, gab es 2015 254.000 Personenkontrollen. 163.000 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Und es kam zu 6.800 Festnahmen und zu über 13.700 eingeleiteten Ermittlungsverfahren. Ist das denn nichts in Zeiten hochmobiler Gefährder und grenzübergreifender organisierter Kriminalität? Warum gibt es das nicht in Bremen? Warum nicht in Berlin? Und warum wird das nicht in Nordrhein-Westfalen ermöglicht? Das muss ein Ende haben dort. Und auch der lästige Streit um Videoüberwachung ist doch ein Ammenmärchen. Wir haben in Hessen klare Grundlagen für Videoüberwachung, und wir erkennen darin einen weiteren Baustein, mehr ist es ja auch nicht, einen Baustein für mehr Sicherheit und auch für die Verbesserung der Polizeiarbeit im Nachgang und zur Prävention. Wir haben deshalb auch im Haushalt 2017 mehr Mittel eingestellt für die Ausweitung dieser modernen Sicherheitstechnik dort, wo es notwendig ist und dort, wo es die Kommunen wollen. Der Erfolg und die Notwendigkeit solcher Maßnahmen kann man noch an zwei Beispielen sehen. Wie kam es denn dazu, dass der Schläger in der Berliner U-Bahn dingfest gemacht werden konnte? Durch Videoüberwachung. Und wie kam es denn dazu, dass man die Reiseroute des islamistischen Weihnachtsmarktattentäters nachvollziehen konnte? Durch Videoüberwachung an Bahnhöfen. Und, meine Damen und Herren, man muss doch nicht die Angst schüren, indem man sagt, Hessen wäre ein Überwachungsstaat, wenn man jetzt die Videosicherheitstechnik ausweitet. Wir haben derzeit in 17 Städten 21 Anlagen mit 147 Kameras. Deshalb kann man durchaus dieses wichtige Instrument weiter stärken und ausbauen. Und ich darf abschließend noch zu dem Thema sagen, wir müssen hier mehr investieren. Und wir müssen auch aufpassen, dass aus berechtigtem Datenschutz am Ende kein unberechtigter und unbeabsichtigter Täterschutz wird, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dass Hessen und ganz Deutschland im Fadenkreuz von islamistischen Extremisten sind, ist keine neue Nachricht. Unsere Gesellschaft und unsere Art zu leben ist schon lange bedroht, und sie hat sich nicht erst seit den Anschlägen in Frankreich, Belgien und auch jetzt bei uns in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt bewahrheitet. Und deshalb sind unsere Sicherheitsbehörden alle höchst wachsam. Und sie arbeiten mit größtem Einsatz daran, Anschläge bei uns zu verhindern. Aber niemand kann absolute Sicherheit gewährleisten. Gleichwohl arbeiten wir hier in Hessen an einem Mehr an Sicherheit. Und deshalb stärken wir auch ganz bewusst den Verfassungsschutz. Und nicht zuletzt vor dem Hintergrund islamistisch motivierter Anschläge und auch der Warnung des Verfassungsschutzes vor der Bildung neuer rechter Terrorzellen halten wir Christdemokraten, um uns zu wappnen gegen die Gefahren von rechts, links und von religiösen Fanatikern, den Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln auch weiterhin für erforderlich, um Gefahren für Frieden und Freiheit zu erkennen und aufzuklären. Wir brauchen einen starken Verfassungsschutz, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir das Frühwarnsystem für unsere Demokratie auch gestärkt. Über ein Drittel mehr Personal als noch 2015. Das ist die Handschrift der CDU-geführten Landesregierung. Und wir investieren auch in mehr Prävention, in Prävention gegen Extremismus. Niemals gab es mehr Geld für Präventionsmaßnahmen als im letzten und in diesem Jahr. Über 4 Millionen Euro stehen bereit. Denn eines ist auch klar, jeder, der sich erst gar nicht radikalisiert oder aus der Radikalisierung herauskommt und den Boden unserer Rechts- und Werteordnung nicht verlässt, der ist eine Gefahr weniger.
Und wir haben als Union mit diesen Präventionsprogrammen alle Deliktsbereiche im Blick, rechten Extremismus, linken und auch den islamistischen Extremismus. Wir werden hier nicht nachlassen, auch stärker in Prävention zu investieren. Und wo wir auch nicht nachlassen werden, ist bei der Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und es ist schon ein Treppenwitz, wenn Frau Faeser herkommt und sagt, natürlich sind die Fallzahlen der Aufklärung mit rund 20% sehr gering. Sie haben das Beispiel vom Fahrraddiebstahl genannt. Wir haben im letzten Jahr 21,6% gehabt, Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen, und haben in diesem Jahr auch wieder 21%. Wie war es denn aber, als Sie den Innenminister gestellt haben? Wie war es denn 1997? Moment, Moment, jetzt müssen Sie die Wahrheit auch ertragen. Es war 1997 8,6% Aufklärungsquote, und ein Jahr später war es 9,6%. Und dann kommt man hierher und sagt, 20, was ist denn schon 20%? Das ist doch gerade gar nichts. Also, Sie müssen mit Taten überzeugen und nicht mit hohlen Phrasen und Worten, meine Damen und Herren. Und eins sage ich auch, wir geben uns mit diesen Zahlen nicht zufrieden. Wir sind mit diesen Zahlen nicht zufrieden. Und deshalb werden wir auch weitere Anstrengungen unternehmen, um die entsprechenden Fallzahlen zu verbessern. Wir haben die Mittel für Einbruchsprävention erhöht. Wir haben ein Verfahren entwickelt, wo man mit Computersoftware Prognosebilder entwickeln kann, um entsprechende Einbruchsserien zu erkennen. Und wir haben auch die Länderkooperation verbessert, damit die hessische Polizei besser kooperieren kann mit den Nachbarpolizeien. Meine Damen und Herren, auch wenn die Wahrheit schmerzt, wir haben als Union Hessen verlässlich sicherer gemacht. Zweitens. Jeder Mensch hat ein Recht auf Sicherheit. Und nur wer sicher ist, kann in Freiheit leben. Und wir wollen beides, dass die Hessen sicher und in Freiheit leben können. Und drittens, in Zeiten großer Herausforderungen tun wir alles, alles Menschenmögliche dafür, dass unser Staat ein starker Staat ist. Und die CDU ist und bleibt die Partei der inneren Sicherheit. Wir Christdemokraten werden mit unserer Politik von Maß und Mitte weiter dafür sorgen, dass die Menschen in unserem Land auch in Zukunft gut und sicher leben können. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Schaus, DIE LINKE, gemeldet. Herr Bauer, ich möchte das noch einmal aufgreifen, was Frau Faeser vorhin angesprochen hat, weil ich denke, Sie sind ja der richtige Adressat als der CDU-Vertreter, der hier heute gesprochen hat. Ich will das noch einmal vortragen. Auf der Facebook-Seite der Gewerkschaft der Polizei Hessen wurde gestern um 17.22 Uhr Folgendes veröffentlicht. Überschrift: Meinungsfreiheit auf Hessisch. Mehrere Nutzer berichten von ihnen gepostete Kommentare zu einer Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik auf der Facebook-Seite der CDU umgehend gelöscht wurden. Die Bewertung dieses Vorgehens überlassen wir natürlich jedem einzelnen Nutzer selbst. Wir finden allerdings, dass man auch einen kritischen Kommentar aushalten muss. Und deshalb würde ich Sie gerne um Stellungnahme bitten, wenn Sie – ich weiß, Herr Bellino, dass Ihnen das nicht gefällt – Sie können es auch nicht niederschreien, also vom Plenum aus. Ich frage Herrn Bauer jetzt als den CDU-Vertreter, wenn Sie von Menschen in Uniform reden, also ich rede immer von den Kolleginnen und Kollegen bei der hessischen Polizei, aber dann frage ich Sie, warum kann die hessische CDU kritische Kommentare von den Menschen in Uniform, wie Sie sie bezeichnet haben, aus der hessischen Polizei, die nicht aushalten? Das wüsste ich ganz gern von Ihnen. Danke, Herr Schaus. Herr Bauer, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Herrn Bauer das Wort erteilt. Ja,
Meine Damen und Herren, natürlich sind wir als politische Partei immer aufgeschlossen für Lob und Tadel. Und wir nehmen das entgegen, egal in welcher Form der uns herangetragen wird. Mir sind natürlich die entsprechenden Rückmeldungen auch in persönlichen Gesprächen von vielen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bekannt, die durchaus abgewogen darstellen, wie es früher war, wie es heute war und was sie sich in Zukunft erhoffen. Dass wir Dinge gut gemacht haben und dass wir Dinge besser machen müssen, keine Frage. Und Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass wir auch das Internet nicht als rechtsfreien Raum betrachten, sondern dass man da gewisse Umgangsformen durchaus ähnlich wie in einem Plenarsaal, was die Netiquette betrifft, wahren und pflegen muss. Das betrifft gewisse Begriffe, die man hier nicht verwenden kann, die man auch im Netz nicht verwenden kann. Das ist außer Frage. Aber dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir nicht die Plattform sind für eine Kampagne der jungen Gruppe der GdP, dass die sich auf unserer Plattform austoben können, haben Sie auch Verständnis dafür. Wir nehmen die Briefe ernst. Wir werden die Briefe auch beantworten. Aber wir sind keine Plattform für eine Kampagne der Gewerkschaft der Polizei. Das hat auf einer Facebook-Seite nichts zu suchen, meine Damen und Herren. Danke, Herr Bauer. Meine Damen und Herren, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen. Meine Damen und Herren, und auch Herr Rudolph, jetzt habe ich das Wort, und das macht schon was. Ich teile Ihnen mit, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, damit ich die Regierungserklärung des hessischen Ministers des Innern und für Sport betreffend erfolgreiche Polizeiarbeit Hessen leben sicher entgegengenommen und besprochen. Meine Damen und Herren, ich bitte mal um freundliche Signale aus der SPD-Fraktion, ob wir weiterarbeiten können. Danke.